Bei der Sendung von Markus Lanz am vergangenen Mittwoch kam es zu einem regelrechten grünen Eklat. Denn die Nachwuchschefin hier, Svenja Apphuhn, hat hier öffentlich die Maske fallen lassen und vor allem klar gemacht, wie sie sich die Zukunft Deutschlands vorstellt. Es ging natürlich wie immer um die Vergesellschaftung von diversen Produktionen und gleichzeitig natürlich die Vermögensabgabe für viele. Denn die einen wollen es nur für Milliardäre, die anderen schon fast für alle. Denn Svenja Apphuhn gilt hier durchaus als eine der radikaleren Grünen, wobei sie, sag ich mal, nicht weit weg steht, auch von Ricarda Lang mit ihren Positionen. Die Interviewausschnitte bzw. die Aussagen in der Sendung von Markus Lanz schauen wir uns jetzt an. Und da bleibt einem wirklich die Spucke weg, wenn man ganz klar sieht, wie sie vor allem hier praxisfern und vor allem auch betriebswirtschaftlich mit wirklich null Ahnung glänzt. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater hier aus Regensburg und wir schauen uns auf Steuern mit Kopf hier immer mal wieder auch das Thema Steuerpolitik und Steuernews an. Ich bin wirklich geschockt vor dem Fernseher gesessen. Ja, ist immer so, ich hätte wahrscheinlich sogar vielleicht einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt bekommen, wenn ich an der Stelle nicht wüsste, dass Svenja Apphuhn von den Grünen ist. Denn der Bluthochdruck, den man bei solchen Aussagen bekommt, ist wirklich lebensgefährlich. Denn wenn vor allem junge Personen mittlerweile die planwirtschaftlichen Vorstellungen, die es ja schon in der Vergangenheit gab und die ja damals nicht richtig umgesetzt worden sind, heute wieder gefordert werden, dann muss man sich wirklich nur noch so an den Kopf fassen. Ich habe leider meinen Stressball heute nicht dabei, aber wie gesagt, wenn ihr was zur Entspannung braucht, dann definitiv jetzt anschnallen. Svenja Apphuhn legt mal richtig los. Wie wollen wir eigentlich die gesellschaftlichen Ressourcen verteilen? Und ich würde sagen, im Moment geht ehrlich gesagt nicht irrelevanter Teil der gesellschaftlichen Ressourcen in Blödsinn. Ja, wie lange wollen wir arbeiten? Privatjets werden gebaut. Was für ein Quatsch. Die Leute werden doch woanders super aufgehoben, wenn wir nicht diesen irrsinnigen Luxuskonsum leisten würden. Ja, da merkt man schon mal, wie gesagt, wir gehen das jetzt komplett durch, aber Svenja Apphuhn hier, wie gesagt, völlig weltfremd. Da ist es ja durchaus immer wieder so, dass man sich ja auch schon mal in der Vergangenheit, ich weiß nicht mehr, welche Grüne das war, es auch das Thema war, ja, wie kann es denn sein, dass bei Mercedes im Grunde hier, sag ich mal, eine G-Klasse gebaut wird, die sich der normale Arbeitnehmer gar nicht leisten kann. Oder zum Beispiel, auch damals, wir erinnern uns dran, Kevin Kühnert, der ja auch BMW verstaatlichen wollte, wo sogar am Ende der Betriebsrat von BMW auf die Barrikaden gegangen hat, gesagt hat, hey liebe Leute, denkt doch mal nach. Also ein bisschen Gehirnzellen sollte man doch mitbringen, wenn man schon ein politisches Amt bekleiden will. Wie zum Beispiel, und der steht damals Kevin Kühnert, der dann sehr, sehr schnell zurückgepfiffen worden ist und sogar es Aufstände hier von BMW-Mitarbeitern gab. Dasselbe gilt ja auch für Svenja Apphuhn, wo man sich ja die Frage stellen muss, naja, versteht sie überhaupt, wie das funktioniert? Denn Luxus ist nicht nur die Superjacht. Als Luxusgut gilt in Deutschland auch ein iPhone. Ein Handy, das, wie gesagt, ich habe hier, glaube ich, auch noch ein iPhone, ein altes rumliegen. Aber, wie gesagt, an der Stelle, ein iPhone, das 2000 Euro kostet, das kann sich nicht jeder leisten. Selbst der BFH, oder was, Finanzgericht, weiß ich nicht mehr, könnt ihr gerne unten reinschreiben, hat ja gesagt, dass es sich bei diesen dann ganz einfach um Luxusgüter handelt, die vor allem teilweise nicht vollsteuerlich absetzbar sind. Das heißt, hier ist im Grunde Generation iPhone, wo natürlich das Svenja Apphuhn mit 1997, wenn ich es richtig im Kopf habe, hier geboren worden ist, sagt, die Luxusjachten und Privatjets dürfen nicht mehr gebaut werden. Jetzt versteht sie aber nicht an der Stelle, was durchaus hier auch im Hintergrund abläuft. Diese Privatjets, Luxusjachten und sonstiges, die schaffen Arbeitsplätze. Und vor allem, das Lustige ist, sie geht auf eine Industrie, den Schiffsbau, der in Deutschland sowieso massiv rückläufig ist, wo im Grunde fast jedes Jahr eine größere Insolvenz ansteht und wo vor allem, das, wie gesagt, nicht abwertend sein, aber auch Personen mit geringer Qualifikation manchmal dort gebraucht werden, die sonst im Grunde den ganzen Tag mit Bürgergeld, was weiß ich, sich das grüne Gejodel anhören müssten. Und da ist es dann durchaus so, dass es diese Luxusgeschichten ein durchaus auch Auffangbecken ist für gewisse Personen, die ansonsten keinen Job bekommen würden. Warum? Weil sie dort ganz einfach gebraucht werden. Für zum Beispiel die Produktion von im Grunde diesen, sag ich mal, Grundstoff, ich sag's mal, die Außenhaut, dann Motoren, sonstiges. Da sind teilweise, sag ich mal, in Montagebereichen Personen jetzt auch noch nötig,
die dann so eigentlich gar nicht einen Job bekommen würden, wenn es das nicht geben würde. Gleichzeitig, was auch Frau Abhun auch nicht versteht, ist, genau da werden auch die Steuern verdient. Denn auch diese Personen, die jetzt die Luxusjachten verkaufen, hier in Deutschland, die zahlen dann tendenziell auch in Deutschland Steuern. Auch Umsatzsteuer. Wie gesagt, wir können jetzt hier das alles durchgehen. Wird hier Steuern gezahlt, die Frau Abhun dann ja verteilen will. Denn, wie gesagt, es geht dann noch, wird dann noch spannender. Aber das sollte man auch verstehen, dass dieser Wirtschaftskreislauf, der hier angestoßen wird, von der Privatwirtschaft und vor allem gerade von den vermögenden Personen, hier durchaus sinnvoll ist und vor allem auch Arbeitsplätze sichert. Aber es wird noch besser, denn sie legt dann nochmal richtig los. Privatjets werden gebaut und Yachten werden gebaut. Was ist das Thema? Was ist das Problem dabei? Naja, dass wir als Gesellschaft schon ein bisschen mehr, finde ich, darüber entscheiden sollten, wo wollen wir denn unsere Ressource Arbeitskraft einsetzen? Wollen wir wirklich in einer Gesellschaft leben, in der die Politiker entscheiden oder sollen das Menschen entscheiden, die da entscheiden, wo sie arbeiten? Ich finde, das können wir demokratisch entscheiden. Das ist doch eigentlich eine spannende Frage. Dann machen wir dann Planwirtschaft und dann haben wir so viele Stunden Arbeit und dann Und hier ist schon mal wieder das nächste Beispiel, warum bei hier dem einen oder anderen Hopfen und Malz verloren ist. Man hat doch gesehen, wie gesagt, da denke ich mir, schauen sich die Leute eigentlich ihre eigenen Ergebnisse an. Robert Habeck wollte das Heizungsgesetz einführen und Wärmepumpen einzuführen. Politische Entscheidung, wie gesagt, Eingriff von einem Politiker, Robert Habeck, in den freien Markt. Was passiert? Die Leute bekommen Panik aufgrund der Neuregelungen, kaufen wie die Irren Gasheizungen, Ölheizungen. Es wird der größte Boom der letzten Jahre von Öl- und Gasheizungen, obwohl sowieso lustigerweise, das muss ich mir vorstellen, der Anteil an Öl- und Gasheizungen in den letzten Jahren im Sinnflut war. Wo man gesagt hätte, der Markt hätte das vielleicht langsamer, aber langfristig selbst geregelt, weil immer weniger Öl- und Gasheizungen verkauft worden sind. Könnt ihr auf Statista alles nachschauen. Die Statistiken habe ich euch auch schon oft genug in den Videos verlinkt. Aber gleichzeitig geht man her und sagt, nein, wir wollen das jetzt radikal machen. Führt zu einer Gegenreaktion. Und was passiert? Das ist im Grunde der normale Werdegang. Und das Lustige ist auch, dass es hier nicht passieren wird, was Frau Abhun sich hier vorstellt, dass plötzlich jetzt alle sagen werden, ja, auf der Welt, oh, Frau Abhun ist gekommen, vielen Dank, jetzt bauen wir alle auf der Welt keine Privatjets und keine Segeljachten oder sonstiges mehr. Nein, der komplette Markt wird sich einfach verschieben, nämlich ins Ausland. Sprich, man könnte hier sagen, wie es auch Robert Habeck, also nach einem klassischen Habecker hier, die Arbeitsplätze sind nicht verloren, sie sind nur woanders. Und genau das wird die Reaktion des Marktes sein. Da kann Frau Abhun sich wünschen, was sie will. Und vor allem auch mit dieser planwirtschaftlichen Reaktion hier hat man auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass sowas nicht funktioniert. Sowas funktioniert im asiatischen Raum sehr gut, weil man dort immer natürlich auch, und das muss man auch verstehen, der asiatische Raum hat einen großen Vorteil, vor allem China hier, die haben noch eine eigene Zentralbank. Die fördern ganz einfach mit ihrem eigenen Geld, plus zudem, die haben eine massive Produktivität, die natürlich dann hier im Grunde das Wirtschaftswachstum antreibt. Deutschland 0,2, wenn es gut läuft, also im Grunde sage ich mal das, wo man sich die Grünen wünschen würde, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl landen. Aber Fakt ist nun mal, das ist jedes Mal, wenn ein Eingriff von staatlicher Seite erfolgt, vom Intelligenten, von der Demokratie, eine Gegenreaktion. Und diese fiel eben hier schon mal beispielhaft heftig aus. Und wie gesagt, es ist kein Grund. Da freuen sich, wie gesagt, auch diejenigen. Man sieht es auch gerade an BASF, an Stiel, an Weiland, an, wie heißen die anderen, Wiesmann und sonstiges im Wärmepumpenbereich. Die haben jetzt massive Probleme, ThyssenKrupp-Stil, und verlagern ihre Produktion ins Ausland. Damit ist nichts geholfen, denn, wie gesagt, das sollte auch der letzte Grüne kapiert haben, das schlechte CO2 macht auch natürlich hier an der entsprechenden Grenze nicht halt. Plus, damals war es ja auch noch so, zumindest, dass das ja auch für die Photosynthese gebraucht worden ist, also im Grunde der Nährstoff für die Bäume war. Aber wie gesagt, das ist ja alles hier konservative Betrachtungsweise. Wir sagen einfach staatlich an, es wird kein Privatflieger mehr gebaut oder zum Beispiel, ich meine, also in was für einer Welt leben wir denn? Ja, ja, also in vielen Dörfern kommt zweimal am Tag der Bus und andere Leute haben einen Privatjet. Und genau das ist auch der nächste Punkt, wo sie eigentlich sich selbst schon wieder bestätigt. Denn die meisten Busunternehmen sind in regionaler Hand oder werden regional vergeben. Und das ist zum Beispiel auch, und wie gesagt, das gibt es im Landkreis Regensburg, ist das eigentlich auch so. Wo ich sage, naja, es ist halt am Ende auch die Frage, wo wohne ich denn? Also, Entschuldigung, wenn ich kein Auto habe, dann ziehe ich nicht in das hinterste Eck vom Bayerischen Wald und beschwere mich nicht, dass ich, sage ich mal, nicht jeden Tag, was weiß ich, 5 Uhr nach Regensburg fange. Wie gesagt, sind
roundabout 80 bis 100 Kilometer, je nachdem, wo man im Bayerischen Wald fährt. Aber da gibt es Dörfer, der fährt nicht mal irgendmal am Tag den Bus. Jetzt ist natürlich die Frage auch, wo man sich hier wieder stellen muss. Wollen die Leute das überhaupt? Also ich bin zum Beispiel jetzt auch mit meiner Family aus der Stadt rausgezogen. Bei uns kommt zwar jetzt, sag ich mal, hier stündlich der Bus, aber trotzdem, weil wir im Grunde den Trubel aus der Stadt nicht mehr wollten. Ich habe Bekannte, die, sag ich mal, in der Stadt Regensburg selber gewohnt haben, die wohnen jetzt an Orten, dort fährt nicht mal ein Bus. Und das nicht unabsichtlich, sondern absichtlich. Weil sie sagen, dort haben sie, was weiß ich, ihre 2.000, 3.000 Quadratmeter Grund, wenn nicht sogar noch mehr, eine kleine Landwirtschaft nebenbei, einfach um sich auch hier, das sind auch die ein oder anderen Politiker mit dabei, die, sage ich mal, sich jetzt gerade ein Landhäuschen kaufen, nicht nur regional, sondern auch auf Bundes- und Landesebene, die sagen, naja, da bin ich komplett in der Selbstversorgung und wenn die, wie gesagt, in Berlin irgendeinen Schwachsinn beschließen, dann habe ich immer noch meine Selbstversorgung mit Tieren und sonstigen, da gehen immer mehr in die Landwirtschaft. Und vor allem auch, sag ich mal, das trifft nicht nur Politiker, sondern auch Unternehmer. Einige Unternehmerbekannte von mir, die kaufen auch jetzt immer mehr außerhalb von Regensburg oder, sag ich mal, auch außerhalb von München, wenn sie in München wohnen, im Grunde hier Immobilien auf. Großer Grund, große schöne Fläche, das kaufen die auf, bauen sich das um und sagen, ja, das ist halt im Grunde dann mein Zweitwohnsitz. Einfach deswegen, weil man es sich leisten kann. Das führt aber schlicht und ergreifend wieder dazu, wo man sagt, naja, wenn man hier staatlich eingreift, Busunternehmen und Ähnliches, bei uns natürlich auch das Thema, es ist so ein städtisches Tochterunternehmen, aber am Ende, genauso wie bei der Deutschen Bahn, es ist ein Staatskonzern. Also jedes Mal, wo der Staat mit dabei ist, ist es im Grunde hier chaotisch. Denn ganz klar ist natürlich auch, und da sind wir wieder dabei bei dem Thema Eigenverantwortung. Will ich das oder wollen die Leute das? Denn ganz klar ist, wenn ich irgendwo in den Bayerischen Wald ziehe, wenn ich vorher in der Stadt gewohnt habe, dann vielleicht deswegen, weil ich nicht in der Stadt wohnen will. Und dann habe ich auch tendenziell einen Führerschein. Und das ist auch das, was ich mir wieder sage, das ist dieses typische idiotische Denken. Wie gesagt, ich war ja früher lange als DJ unterwegs und da ist es immer auch so, da merkt man eigentlich die Dummheit mancher Menschen und das muss ich hier sozusagen auch mit einfließen lassen. Da ziehen die Personen mitten in die Altstadt, Regensburg, vormittags ab 7 Uhr laut, bis in der Nacht um 2 Uhr laut, Gastro, Dichte, Discos, Clubs, sonstiges. Und auf welche Idee kommen diese Personen? Sie ziehen dorthin, um zentral zu wohnen, beschweren sich aber dann, dass an dieser Stelle hier dort die Clubs und Bars und die Gastronomie in der Früh, was weiß ich, um 9 Uhr, Lieferverkehr, sonstiges, hier in der Früh unterwegs ist. Also da muss man ganz einfach sagen, ein bisschen mehr Eigenverantwortung. Aber, da möchte ich jetzt auch mal kurz drauf eingehen, erwarte ich jetzt nicht von Frau Abhuhn, denn zumindest laut ihrem Wikipedia-Eintrag, klassischer grüner Lebenslauf, im Grunde Gymnasium abgeschlossen, Schulsprecherin, dann im Grunde hier auch, sag ich mal, Kreisschülerrat und das, was man sagen könnte, okay, NC, ich weiß nicht, wie es, in Hannover ist mit dem NC, Medizinstudium hat sie begonnen, aber zumindest laut offiziellen Meldungen hier nicht abgeschlossen. Also dementsprechend könnte man sagen, auch vielleicht da war ihr größtes Ereignis dann das Gymnasium oder vielleicht noch ein Führerschein. Aber was ich auch spannend fand, und das ist wieder der weitere Lebenslauf, wenn man sich das wieder anschaut, also wo ich sage, so richtig bodenständig. Wie gesagt, ich selber komme aus einer Familie, die auch schon in der Vergangenheit immer wieder, ja, sag ich mal, durchschnittlich gut verdient hat. Wir haben uns auch viele Urlaube geleistet, aber wenn man sich dann anschaut, wie es auch bei Ricarda Lang war, 2022 leistete sich Abhuhn ein mehrmonatiges Praktikum in einer Kinderrechtsprojekt von Child Aid Network im indischen Bundesstaat Assam. Da natürlich auch wieder ähnlicher Lebenslauf, man gönnt sich ja mal ein Auslandsprojekt. Wo man auch natürlich sagt, hier merkt man auch, wie zum Beispiel auch, das weitergeht in anderen Bereichen, aber durchaus spannend hier, wie gesagt, wo man sagt, naja, Indien, vor allem jetzt auch hier zu sagen, ja, und ich habe das Schlimmste und alles mögliche gesehen, mag schon sein, aber Indien ist gerade die am stärksten wachsende Volkswirtschaft der Welt und die haben im Grunde nicht hier irgendwas, sagen wir so, und ganz lustig ist auch, dass, was man auch immer wieder sagt, ist, wenn ein Staat eine gewisse Macht erreicht hat oder eine gewisse Position erreicht hat, dann ist das Problem an der Stelle auch schlicht und ergreifend, dass er nicht mehr auf die Hilfe von außerhalb angewiesen ist. Das passiert gerade auch bei China, was zum größten Problem der Amerikaner wird. Die waren lange Zeit Entwicklungsland, aber entwickeln sich jetzt so schnell weiter. Und wie gesagt, auch da ist es so. Denen sind da, sage ich mal, teilweise Regionen völlig egal, wo wir als Problemsituation, wo wir sagen, wir wollen uns hier auf der Welt überall beteiligen. Thema Entwicklungshilfe. Wir können nicht die gesamte Welt retten. Das schaffen wir nicht. Wir sind hier im Grunde 80 Millionen, die im Grunde, sage ich mal, gegenüber weiteren 8 Milliarden stehen. Und wir können nicht 8 Milliarden retten. Das ist im Grunde hier das große Problem. Wo auch,
die Entwicklungshilfe einfach völlig verfehlt ist, weil man immer denkt, man kann die gesamte Welt mit dem Steuerzahlergeld der Deutschen retten. Das wird aber nicht funktionieren und auch hier ist es durchaus so. Da geht es dann später noch weiter, klassisches Grünen-Geplänkel, Vermögensabgabe, wir machen noch ein Video zu den, sagen wir, Verfehlungen von Philipp Trümmer hier, wo man ganz klar sagen muss, das geht in die Hose. Jetzt schaue ich noch, ob ich hier vielleicht was vergessen habe, aber ich meine nicht. Okay, aber okay, das würden Sie staatlich, nur ganz kurz, das würden Sie staatlich ansagen. Ja, an der Stelle schon. Ja, ich würde sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist zu sagen, Privatjets, Superjachten, das ist so ein irrsinniger Luxuskonsum in Zeiten der Klimakrise, das können wir uns nicht leisten. Man kann es natürlich auch einfach so machen, wenn man sich, so wie Philipp das vorgeschlagen hat, endlich mal an die großen Vermögen rantraut, dann ist vielleicht auch einfach nicht mehr das Geld da, sich dann noch den zweiten Privatjet zu kaufen. Das sind Steuerungsmöglichkeiten, die man hätte. Aber wie gesagt, nichts Neues, alles, sag ich mal, eine abgespeckte Version im Großen und Ganzen von den Sachen, die man sonst von grünen Politikern hört, wie Ricarda Lang, wo man ganz klar sagen muss, es geht immer wieder in die gleiche Richtung. Nehmen wir es den Reichen weg und dann wird es irgendwann an die, sag ich mal, Ärmeren umverteilt. Deswegen ja auch der wichtige Punkt, die Diäten mussten erhöht werden vor zwei Wochen im Großen und Ganzen. Auch die, sag ich mal, Frisur von Annalena Baerbock sitzt weiterhin und man kauft Grundstücke in Brüssel für mehrere Millionen, die am Ende wertlos sind. Genau das ist der Punkt, wo man sagt, würde dort Frau Abhun sich auch mal mit dieser Thematik befassen. Nicht nur mit dem, wie können wir es den anderen noch wegnehmen. Und im Grunde, da reden wir jetzt wirklich über eiskalten Diebstahl. Also das ist Diebstahl. Das ist so eine verfehlte Robin Hood-Mentalität, wo man sich sagt, ja, ich bin jetzt Robin Hood, weil ich setze mich für die Schwachen ein. Aber das ist so, kommt mir ja nicht zu nahe, so ungefähr. Denn wie gesagt, auch da ist es so. Frau Abhun wird wahrscheinlich vielleicht im nächsten Bundestag, ich weiß nicht, vielleicht ob die Grünen noch die reinkommen, aber könnte es sein, dass sie durchaus relativ gut reinkommen im Bundestag. Dann verdienen sie auch ihre 15.000 Euro im Monat. Wie gesagt, man kann es den Reichen wegnehmen, um es dann den Bedürftigen im Bundestag zu verteilen.